trainieren viel Standards, dass wir durch Standards auch stark sind, offensiv wie defensiv. Ja, gewinnt dadurch nochmal einen zweiten Ball außen, langer Ball, Toni schießt ihn rein, Dave ruft Leo, ist im Rückraum, haut das Ding rein, ist optimaler Auftakt nach einer, zwei Minuten, drei Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Ja, hatten das Spiel eigentlich erste Halbzeit im Griff, Gegner war kaum in unserer Hälfte, zweite Halbzeit gegen den Wind, ist schwierig. Hier, jede lange Bälle wurden gefährlich, haben auch gegen Ende noch viel Körpergröße reingebracht und haben da versucht, irgendwie Kapital draus zu schlagen. Dennoch haben wir alles reingeworfen, Upi hat uns ein, zweimal super im Spiel gehalten und ja, wenn wir den einen oder anderen Konter hätten früher ausspielen müssen, wäre das vielleicht schon früher entschieden gewesen. So haben wir dann es wieder mal bis zum Ende spannend gemacht und trotzdem dann den Konter gut ausgespielt und ja, dann 2-0 gemacht und die drei Punkte im Sack. Hat es natürlich ein Stück weit in den Karten gespielt, dass wir das frühe Tor gemacht haben. Ja, nehmen es uns immer wieder vor. Und ja, aber es war trotzdem ein richtig hartes Stück Arbeit heute. 60 München hat uns immer wieder vor Probleme gestellt. Und wir wussten das, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber haben uns heute als Mannschaft in alles reingeworfen, wieder top verteidigt von vorne bis hinten. Und ja, muss man einfach ein großes Kompliment geben an die Mannschaft heute, wie sie gearbeitet hat und wie sie den Sieg unbedingt wollte. Und ich denke auch unterm Strich verdient der Sieg. Nachdem Halle gestern unentschieden gespielt hat, war es wichtig, dass wir heute drei Punkte holen. Jedes Mal, wenn wir hätten wegziehen können, haben wir es nicht geschafft. Haben entweder unentschieden gespielt oder verloren. Dadurch sind die drei Punkte Gold wert, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, gehen jetzt entspannt nach Hause, haben eine gute Rückfahrt und legen den Fokus auf Asbach nächste Woche. Ja, die Fans wollen uns natürlich pushen. Die wissen natürlich auch, dass es ein Schritt war, aber noch lange nicht das Ziel. Und pushen uns natürlich auch. Sieht es ja jede Woche und werden uns auch nächste Woche im Heimspiel extrem pushen. Und ja, wir haben noch drei extrem wichtige Spiele, wo wir alles reinhauen werden und wollen und unser Ziel erreichen. Und darauf bereiten wir uns jetzt vor.